Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 13. September 2017? Mond bewegt sich im Augenblick im Tierkreiszeichen Zwillinge. Heute ist eine gewisse Nervosität spürbar. Wir brauchen Ausgleich, Kraft und Mut zeigen und wenn das angebracht ist, auch uns verteidigen. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen eine gewisse Unsicherheit und Nervosität. Besonderes im Arbeit. Im Allgemeinen ist es ein Aufstieg bei den Zwillingsgeborenen beruflich, aber heute bekommen die Zwillingsgeborenen Druck oder stehen im Stress. Und hier ist auch wichtig, mutig zu sein und wenn das angebracht ist, sich zu verteidigen. In die Liebepartnerschaft ist es schöner, angenehmer, weil da sind neue Möglichkeiten. Entweder in bestehenden Partnerschaft kommt ein neuer Schwung oder die, wo alleine sind, haben die Möglichkeiten gerade jemand kennenlernen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch wichtig, die berufliche Aufstieg oder beruflich etwas zu verbessern, verändern. Die Krebsgeborenen ist zum Erwarten ein gutes Gespräch. Und es gibt auch Chancen und Möglichkeiten für eine berufliche Verbesserung. Das einzige Hindernis bei den Krebsgeborenen liegt an ihren eigenen Angst. Angst von Veränderungen. Und die Krebsgeborenen sollen dieses Gefühl, diese Angst überwinden. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen spüren zwar die Nervosität, aber auch die Leichtigkeit. Die Löwengeborenen haben gerade Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen verspüren eine gewisse innere Unruhe und es kommen auch Unklarheiten. Die Jungfraugeborenen sollen auf dem Gesprächen hören. Und da brauchen die Jungfraugeborenen die Feingefühl. Sollen sie sprechen oder eher schweigen? Was sagen sie, wie sagen sie und für wem sagen sie? Aber das ist nicht nur die Mitteilung, sondern auch die Informationen. Entspricht es die Wahrheit oder ist es eine Lüge? Und dann sollen die Jungfraugeborenen gerade orientieren. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben die Leichtigkeit und Glück in die Liebe Partnerschaft. Aber die Wagengeborenen haben auch Glück im Finanzen. Näheres erkläre ich in mein Finanzenergie und das gilt für den heutigen Tag und es trifft die Wagengeborenen und trifft die Skorpiongeborenen. Und jetzt die Skorpiongeborenen. Die Skorpiongeborenen fühlen sich unsicher, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Das ist ein Hin und Her. Aber die Skorpiongeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Und auf den Finanzen achten, das kann heute auch ein Gewinn sein. Näheres in mein Finanzenergie, 13. September 2017. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist die Unsicherheit da und sie sollen ihren Gefühlen im Gleichgewicht halten und wichtig für die Schützengeborenen im Ruhe liegt die Kraft und diese Kraft brauchen auch die Schützengeborenen. Sie haben Chancen, Möglichkeiten, weil es kommen auch Einflüsse von außen. Und auf dem Gespräche achten, weil das kann auch zu Missverständnissen führen. Wichtig ist auch bei Schützengeborenen die Sicherheit, Stabilität, die wohnliche Situation. Einige Schützengeborenen sind gerade bei einem Umzug oder Veränderungen, wohnliche Veränderungen.
Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen fühlen sich auch unsicher und hier ist auch die Nervosität spürbar, besonders im Liebe-Partnerschaft. Aber eine gute Nachricht ist zum Erwarten, die Gespräche sind gut und die Steinbock-Geborenen haben Kraft und Mut. Die Tierkreis und noch zurück zum Steinbock-Geborenen. Die Steinbock-Geborenen beschäftigt in der nächsten Zeit auch die wohnliche Situation. Entweder eine Renovierung oder eine Veränderung im wohnlichen Bereich oder sogar ein Umzug. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen spüren die Leichtigkeit. Liebe Partnerschaft ist wichtig bei den Wassermann-Geborenen, aber das ist ein Geben und Nehmen, also Gefühlen zeigen und Gefühlen annehmen, auch mal auf anderen zuzugehen. Die Gespräche sind unklar und hier ist wichtig ein klärendes Gespräch, also lieber nochmal nachfragen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen fühlen sich unsicher. Es ist Unruhe und Nervosität spürbar. Ein bisschen Geduld noch. In kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Heute sollen die Fischengeborenen eher abwarten, Beobachter sein und nicht handeln. Eher zuhören, was die anderen erzählen. Bei den Fischengeborenen ist wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation. Und das sollen die Fischengeborenen im Gleichgewicht halten. Arbeit und Pflichten, aber auch Freizeit und Privatleben. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen brauchen Kraft und Mut jetzt zeigen, dass sie etwas verändern in ihrem Leben. Etwas wirft die Wiedergeborenen zurück. Und hier sollen die Wiedergeborenen sich beweisen, ihr Mut zu zeigen, ihre Meinung zu sagen. Es ist nicht einfach und leicht, aber die Bestätigung, der Erfolg kommt dann. In die Liebe, Partnerschaft ist einfacher, da ist eine schöne Zeit für die Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist Liebe, Partnerschaft sind Einschränkungen da, aber die Stiergeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung. Die Gespräche sind aber gut und die Stiergeborenen zeigen auch Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen und etwas verändern in ihrem Leben. Diese Tagesenergie, dieser kosmische Einfluss, natürlich wirkt auf unserem Alltag, aber es ist immer noch nicht maßgeschnitten. Wenn jemand Interesse hat, einen bestimmten Tag zu betrachten, weil ein Termin da ist, oder in Vergangenheit möchte jemand etwas klären, weil es war in die Vergangenheit etwas, wie ein Unfall zum Beispiel, und möchte man wissen, was war die Grund, was hat es ausgelöst, das kann man ganz genau betrachten, sogar von Stunde zu Stunde. Und dabei kann ich Ihnen helfen, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, die Hindernisse erkennen und mit meiner 4-Schritten-Methode diese Hindernisse bewältigen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.